Ich glaube, dass sicher schon mal jemand die Rechnung gemacht hat, dass weniger Geld eingespielt wird, wenn da lediglich ein Automat stünde oder zum Beispiel ein Schälchen. Manchmal kann man ja an Autobahnraststätten oder so auswählen, ob man für die Benutzung der Toilette bezahlt oder nicht. Dann sitzt dann auf eine Toilettenfrau da mit einer Schale davor, aber es ist kein verpflichtender Preis angegeben. Gibst du da was? Ich gebe meistens tatsächlich was aus Mitleid für diese Person, dass sie da sitzen muss in dieser Funktion. Du machst es vom Mitleid abhängig oder davon, ob die Toilette sauber ist oder nicht? Ich gehe davon aus, dass die Toilette sauber ist, aber ich glaube, dass diese Person relativ wenig damit zu tun hat, wenn sie da die ganze Zeit sitzen muss. Aber warum hast du Mitleid? Ich habe Mitleid deswegen, weil eine Person ausgestellt wird, als die, die zum Beispiel für diese Toilettenreinigung zuständig ist, dass sie dafür dort sitzen muss, um Mitleid zu erzeugen. Aber was heißt denn ausgestellt? Ich glaube nicht natürlich, dass der Job, den diese Person macht, entwürdigend ist. Es ist aber entwürdigend, dort zu sitzen. Was wäre denn besser daran, wenn diese Frau jetzt nicht da sitzen würde, wenn das ein Automat machen würde? Ich glaube, dass sicher schon mal jemand die Rechnung gemacht hat, dass weniger Geld eingespielt wird, wenn da lediglich ein Automat stünde oder zum Beispiel ein Schälchen. Erstens geben wir natürlich einer Person, die sozusagen eine Erwartung an uns hegt, viel leichter Geld, als es in einen Automaten zu schmeißen, wenn wir wählen können. So. Deswegen gibt es überall dort, wo es einen solchen Automaten gibt, auch immer eine Schranke und nicht einfach nur so ein Töpfchen. So. Also erstens, dass der Umstand, dass da jemand sitzt, spricht uns irgendwie schon mal an. Das ist also, hat, glaube ich, strategische Gründe. Und deswegen meine ich auch, dass diese Personen ausgestellt werden. Das heißt aber ja auch, dass Mitleid einen blöd macht, oder? Natürlich macht Mitleid einen häufig blöd oder genauer. Mitleid kann ausgenutzt werden. Das ist das. Wie jede andere Tugend eines Menschen auch.